prähistorische Ozeanriesen. Er zog wie verrückt. Gewaltige Flussmonster. Wie ein Goldfisch auf Steroiden. Kämpfende, fliegende Riesenfische. Dieser Fisch stach direkt neben mir aus dem Wasser. Er hat mich fast aufgespießt. Sie gehören zu den furchterregendsten Raubtieren der Erde. Oh mein Gott, schau dir das an. Der Hai schlug wild um sich. Wir konnten das Seil nicht festhalten, sonst wären wir ins Wasser gezogen worden. Für Wissenschaftler, Sportfischer und Gourmets ist es eine der außergewöhnlichsten Begegnungen bei der ewigen Suche nach Abenteuern. Monsterfische. Es sind gewaltige Biester jenseits unserer Vorstellungskraft. Sie beherrschen die Tiefen der Meere und stehen in der Nahrungskette weit oben. Natürliche Feinde haben sie kaum. Und dank der Evolution werden sie immer größer. Um diesen Riesen nahe zu kommen, müssen wir uns zum ultimativen Showdown auf ihr Terrain wagen. Wow, nicht schlecht! Er ist ein berüchtigtes Alpha-Raubtier. Ein kolossaler Killer. Majestätisch, mysteriös und schlauer als wir denken. Der große weiße Hai. Ihm eilt ein gefährlicher Ruf voraus. Ich glaube aber, dass die Menschen heute mehr Interesse zeigen, da wir stets neue Erkenntnisse über diese faszinierenden Tiere erlangen. Weiße Haie sind die größten Raubfische auf dem Planeten. Die Weibchen sind für gewöhnlich größer als die Männchen. Sie werden mehr als 6 Meter lang und wiegen bis zu 2 Tonnen. Nur Killerwale können es mit ihnen aufnehmen. Weiße Haie sind wie Footballspieler. Stark, muskulös und sehr schnell. Sie schnappen zuerst zu und stellen dann hinterher Fragen. Weiße Haie werfen ihre Opfer umher und zerfleischen sie mit ihren 3000 rasiermesserscharfen Zähnen. Einmal in den schredderähnlichen Fängen eines weißen Haies haben Beutetiere so gut wie keine Chance. Die Kiefer und die Zähne zusammengenommen sind eine tödliche Kombination. Zur Messung der Beißkraft verwenden Biologen ein Gerät namens Gnathodynamometer. Dieses misst die Kraft in Kilo pro Quadratzentimeter. Ein Haizahn hat eine Beißkraft von fast 60 Kilo. Wenn man diese Zahl mit der gesamten Beißfläche multipliziert, kommt man auf mehr als 2,5 Tonnen. Einen weißen Hai fangen zu wollen, ist allein schon ein gewagtes Unterfangen. Doch wenn man dazu eine Angelschnur mit bloßen Händen benutzt, geht es ums nackte Überleben. Allein ihre bloße Erscheinung. Wenn man sich in der Nähe eines weißen Hais befindet, weiß man, dass man es mit dem König des Ozeans zu tun hat. März 2007. Auf den Chatham-Inseln in Neuseeland begeben sich die zwei erfahrenen Sportfischer Matt Watson und Peter Jackson auf eine gewagte Mission. Zum Zweck des Artenschutzes wollen sie eine DNA-Probe eines großen weißen Hais beschaffen. Wir zeichnen ihre Wanderungen, Bewegungen und Wachstumsraten auf und auch aus welchen genetischen Familien sie stammen. Man weiß sehr wenig über sie. Sie legen immense Strecken zurück. Die Mission klingt einfach, ist aber sehr riskant. Mit gewöhnlichen Angelruten versuchen die Männer, einen weißen Hai zu fangen, ihn ans Boot zu ziehen und von der Flosse eine Probe abzuschneiden. Dazu müssen sie aber einem der gefährlichsten Geschöpfe der Erde nahe kommen. They are respected and feared.
Sie werden respektiert und gefürchtet. Sie sind viel stärker als wir, vor allem auf ihrem Terrain. Im Wasser wären wir chancenlos. Als Matt und sein Team Ausschau halten, schreit plötzlich jemand: Flosse! Nicht weit vor ihnen durchkreuzt ein gewaltiger Schatten das Wasser. Es ist ein großer. Und was für einer. Richtig gewaltig. Matt ändert die Taktik. Er nimmt ein Seil anstelle der Schnur. Wir nehmen das Seil. Mit einer normalen Angelschnur hätten wir keine Chance gehabt. Also entschieden wir kurzerhand, ihn per Hand mit einem Seil zu fangen. Matt reagiert schnell und bindet ein Seil zusammen. Er bringt einen Köder an und wirft ihn in Richtung der Flosse. Mit dieser Seilvorrichtung hat er noch nie geangelt. Er hofft, dass es funktioniert. Zieh es her, Pete, damit er auch anbeißt. Kurz darauf spürt Matt einen Zug am Seil. Der Hai hat zugebissen. Aber genauso schnell lässt er auch wieder vom Köder ab. Oh nein, er hat ihn ausgespuckt. Der Angler ist überzeugt, dass seine Chance auf eine DNA-Probe dahin ist. Wenn so viel auf dem Spiel steht und der Fisch entkommt, dann fühlt man sich ganz leer. Der weiße Hai hat jedoch noch nicht genug. Er kommt zurück. Schaut mal, da ist er wieder. Matt traut seinen Augen nicht. Wow, er ist riesig. Ich zittere richtig. Er ist einfach gigantisch. Dieses Mal schnappt sich der Hai einen zweiten Köder. Schaut euch bloß die Zähne an. Doch sobald das Biest den Haken in seinem Maul spürt, windet er sich wie wild hin und her. Wow, schaut euch das an. Das ist unglaublich. Der weiße Hai nähert sich dem Boot und kaut auf dem Seil herum. Nur um dann wieder wegzuschwimmen. Okay, er schwimmt weg, aber das Seil ist noch straff, er wird nicht loslassen. Bei der kleinsten Bewegung von ihm würden wir wie Marionetten herumgeschleudert. Er ragt fast aus dem Wasser. Das Seil hätte genauso gut an einem Zug festgebunden sein können, so gering waren unsere Chancen. Plötzlich bemerkt Matt, dass der Raubfisch den Kurs geändert hat. Oh, er kommt zurück. Er schwimmt direkt auf sie zu. Er kommt sehr aggressiv in unsere Richtung, das Maul weit aufgerissen. Der Besatzung stockt der Atem, als sich der Hai nähert und unter das Boot schwimmt. Das Seil ist unter dem Boot! Fahr los! Schnell, schnell, schnell! Die Situation ist kritisch. Unter Wasser kommt das Seil der Schiffsschraube sehr nahe. Falls das Seil durchtrennt würde, könnte der weiße Hai entkommen. Vorwärts! Immer geradeaus! Die Besatzung muss nun unbedingt Ruhe bewahren. Der kleinste Fehler könnte fatale Folgen haben. Falls sich das Seil um unsere Hände oder Füße wickeln würde, könnten wir dem Hai nicht standhalten. Vorsicht, pass auf das Seil auf! Man kann leicht über Bord gezogen werden. Der Kampf zwischen Mensch und weißem Hai wütet erschöpfende 40 Minuten lang, bis die Besatzung schließlich Glück hat. Das Seil wickelt sich um die Schwanzflosse des Hais. This is amazing. Nun heißt es handeln. Da das Seil um seinen Schwanz gewickelt war, konnte der Hai nicht wegschwimmen. Das war unser Glück, sonst hätten wir keine Chance gehabt. Nun wird es aber ernst. Der Hai ist nur teilweise gezähmt. Er kann sich immer noch winden und drehen. Damit weder Angler noch Hai Schaden nehmen, muss sich das Team die Flossenprobe schnell holen. Dazu kommt ein Messer zum Einsatz. Ich hatte nie zuvor so viel Angst. Abwechselnd versuchen die Männer ihr Glück. Ihr Ziel ist die Schwanzflosse des weißen Hais. Du greifst zu und ich schneide. Einmal. Sei vorsichtig. Probier es an der Spitze. Zweimal. Es klappt nicht. Stets aufs Neue müssen sie den Hai heranziehen. Die Arbeit ist nervenaufreibend. Schließlich ein schneller Schnitt. Schnell, schneid was ab! Und es ist vollbracht. Ja, wir haben unsere Probe!
Die Probe kommt in ein versiegeltes Fläschchen. Als das Team den weißen Hai vom Seil befreit, schwimmt er wieder zurück in die Tiefe. Da schwimmt er dahin. Er dreht sich und weg ist er. Die DNA-Mission war ein Erfolg. Oh Mann, danke Kumpel. Du bist es, Shane. I guess afterwards, when you think about... Im Nachhinein wird einem dann klar, dass das alles ziemlich gefährlich war, aber wir haben unseren Hai. Einige Menschen treibt ihre Besessenheit mit weißen Haien zum ultimativen Sport. Käfigtauchen. Auf diesem Filmmaterial ist zu sehen, wie jedes Jahr tausende Touristen in einem verstärkten, haisicheren Käfig den gigantischen Jägern gegenübertreten. Damit will man den Menschen eine Erfahrung mit Haien ermöglichen. Die Befürworter sagen, dass durch das Käfigtauchen weiße Haie mehr geschätzt und weniger gefürchtet werden, dass aus Angst Verständnis und aus Aufmerksamkeit eine Initiative zur Rettung dieser Art wird. Die Gegner behaupten jedoch, dass das Überleben der Haie durch den Sport gefährdet wird, da sie unnötig Energie verbrauchen. Die größte Kontroverse betrifft das Anlocken der Haie durch Blut. Wenn man sie füttert, sind sie schnell satt und gelangweilt. Dann schwimmen sie weg. Man muss sie also bei Laune halten, ohne sie zu füttern. Dadurch werden aber schlechte Gewohnheiten konditioniert. Es ist wie bei einem Restaurant, aus dem uns ein einladender Duft entgegenströmt und uns ins Innere lockt. Dadurch wird also das Verhalten der Tiere geändert. Bei einer Sache sind sich jedoch alle Liebhaber weißer Haie einig. Der Schutz dieses vom Aussterben bedrohten Raubfischs hat oberste Priorität. In der Welt der Monsterfische mögen diese bärtigen Riesenfische vielleicht nicht die schönsten sein, aber sie haben es faustdick hinter den Ohren, muskulös und gewaltig. Welse. Sie sind extrem hässlich. Sie haben ein großes Maul und Barthaare an den Seiten. Ihre Augen sind klein und knopfförmig. Ihr Aussehen machen sie durch ihre Aggressivität wieder wett. Welse sind gierige Fleischfresser, die am Boden von Gewässern fast alle Fische oder Schalentiere verschlingen, auf die sie treffen. Sie jagen aber auch Tiere über Wasser. Welse fressen sogar Enten. Sie schwimmen nach oben und ziehen sie nach unten. Europas größter Süßwasserfisch nimmt gewaltige Ausmaße an. Ausgewachsene Tiere werden bis zu 1,5 Meter lang. Einige Exemplare sind sogar 3 Meter lang oder länger und wiegen mehr als 180 Kilo. Biologen schreiben ihre gewaltige Größe ihren riesigen Mäulern mit der enormen Saugkraft zu. Sie sind wie richtig, richtig große Staubsauger, die den Boden von Gewässern säubern. Welse sind raffinierte Jäger, die mittels einer Verwirrstrategie töten. Durch spitze Flossen unter seinem Unterkiefer wirbelt der Wels die Ablagerungen am Boden auf. Sobald die Beute die Orientierung verliert, schlägt er zu. Für Angler macht all das den Wels zu einem großen Fang. Der Wels ist schon der heimliche Herrscher der Gewässer. Oktober 2004 in Westfalen. Zwei Fischerkumpel, Sebastian Roswadowski und Christoph Grefe, wollen in der Weser, einem bekannten Welsrevier, Karpfen und kleine Welse fangen. Man kann auch hier folgen. Mit einem Schlauchboot gelangen sie zu einem geheimen Anglerplatz. Sie freuen sich auf einen gemütlichen Nachmittag und ahnen nicht, dass unter ihnen ein gigantischer Fisch lauert.
Plötzlich spürt Sebastian einen Zug an der Schnur. Er hat etwas. Etwas Großes. Ich dachte erst, es hinge ein Riesenast dran. Dann meinte er, ich habe was, aber ich sagte, das kann nicht sein. Es ist jedoch kein Ast. Sebastian gibt Schnur und der Unterwasserriese zieht das Boot in die Flussmitte, wo der Fisch dank der Strömungen den Haken umherschleudern kann. Genau diese Strömungen bereiten Anglern die größten Sorgen. Die erste halbe Stunde zog etwas ziemlich wild an der Leine. Wir wussten nicht, was wir gefangen hatten. Er machte, was er wollte. Wir hatten keine Kontrolle über ihn. Die Männer versuchen, standzuhalten. Wenn sie ins Wasser fielen, könnten sie flussabwärts getrieben oder von den Stromschnellen erfasst werden. Es ist ein Kampf. Da unten ist der Fisch. Man selbst in dem kleinen Boot. Man fühlt sich da ziemlich machtlos. Sebastian ringt fast eine halbe Stunde lang mit dem mysteriösen Giganten. Seine Arme geben langsam nach. Er ist erschöpft. Er sammelt seine letzten Kräfte und zieht so stark er kann. In einer plötzlichen Sprungwelle sehen sie den Riesenfisch endlich. Und dann haben wir uns gegenseitig angeguckt. Der war gigantisch. Da kam ein Gänsehautfeeling rüber. Ich sah seine Flosse und wusste, der ist groß. Es ist ein gewaltiger Wels. Er ist länger als das Boot. Die Männer sind nun umso entschlossener, ihn zu fangen. Im tiefen Wasser haben sie jedoch keine Chance. Sie entscheiden sich für einen riskanten und anstrengenden Plan. Sie wollen den riesigen Fisch zum Ufer manövrieren. Da kann man sich schon die Schulter auskugeln, bei so einem Riesenfisch. Es ist der Mensch gegen das Tier, der Fisch gegen die Angel. Leicht hätte er alles kaputt machen können. Fast am Ende ihrer Kräfte erreichen Sebastian und Christoph das Flussufer. Christoph springt aus dem Boot, Sebastian gibt ihm die Angelrute. Doch der Fisch wehrt sich noch immer. Sebastian sieht nur noch eine Möglichkeit, ihn mit bloßen Händen niederzuringen. Er geht ins Wasser und versucht, ihn zu fassen. Doch er ist zu groß. Ja, das war ein Fisch. Ich denke mal, es fühlte sich an, als wenn man einen riesen Baumstamm aus dem Wasser holt. So habe ich ihn hochgezogen. Sein ganzer Kopf lag vor mir und seine riesen Brustflosse. Nach 5 Versuchen und einem kraftraubenden Kampf von 2,5 Stunden bezwingt der Angler das Biest. Geschafft. Es ist der Wels seines Lebens. Ein Rekordfang. Bevor sie ihn freilassen, wiegen und messen Sebastian und Christoph das Tier. Er ist mehr als 2 Meter lang und wiegt fast 84 Kilo. Es ist der größte deutsche Wels, der je mit Angel und Schnur gefangen wurde. Biologen befürchten jedoch, dass dem Wels das gleiche Schicksal bevorsteht wie den Dinosauriern. Raubtiere wie diese sind durch Klimawandel, Umweltverschmutzung und Überfischung bedroht. Manche glauben, es gäbe nur noch einen Ausweg. Die kontrollierte Aufzucht wilder Fische, eine Praxis namens Aquakultur. Aquakultur ist quasi Landwirtschaft im Wasser. Es ist wie Rinderzucht, nur dass man statt Rindern Wälse züchtet. Dadurch werden bedrohte Bestände geschützt. Aquakultur steckt noch in den Kinderschuhen. Ihre Befürworter versuchen, gesunde und nachhaltige Konzepte zu entwickeln. Die Gegner halten jedoch dagegen, dass die Tiere in den Fischfarmen giftigen Chemikalien ausgesetzt sind, mit denen Krankheiten in überfüllten Becken verhindert werden sollen. Zudem werden zur Aufzucht von großen Fischen wie Welsen, Lachsen und Thunfischen riesige Mengen Futter benötigt. Futter, das wiederum in der Wildnis gefangen wird.
Eine der Herausforderungen von Aquakultur ist, das Konzept wirtschaftlich praktikabel zu gestalten. Man braucht viel Futter. Wenn die Fische krank werden, muss man Antibiotika einsetzen. All das kann den Lebensraum verändern. Die ökologische Nachhaltigkeit ist daher für die Zukunft der Aquakultur von entscheidender Bedeutung. Viele sind der Meinung, dass die Wiederherstellung ursprünglicher Lebensräume die beste Lösung wäre. Dann könnten die Alpha-Raubtiere wieder die Herrscher der Tiefe sein. Der Marlin. In einem Ozean voller Riesenfische ist er der ultimative Schwertkämpfer. Diese teuflisch schnellen Raubtiere erreichen Geschwindigkeiten von mehr als 80 Kilometern pro Stunde. Sie können jedoch nicht nur schwimmen, sondern über das Wasser fliegen. Einige Marline können an die 4,5 Meter hoch springen. Das ist ziemlich beeindruckend. Warum springen Marline aus dem Wasser? Diese Fragen stellen sich Angler und Biologen gleichermaßen. Auch andere Fische können fliegen. Aber der Marlin ist wohl der beeindruckendste Luftakrobat. Sie springen und wackeln mit ihrer Schwanzflosse. Oder sie schießen geradewegs aus dem Wasser. Dass ein so großer Fisch sein Gewicht mit so einer Geschwindigkeit aus dem Wasser katapultiert, ist ziemlich faszinierend. Es gibt verschiedene Theorien, warum der Marlin springt. Marline am Haken werfen sich in die Höhe, um sich zu befreien. Ein anderes Mal springen sie, um ihre Beute zu überraschen oder vor den eigenen Feinden zu fliehen. Einige Biologen glauben jedoch, dass die Sprünge auf lästige Parasiten zurückgehen. Diese ständigen Begleiter heißen Kopepoden. Es sind winzige Krustentiere mit zylindrischen Schalen, langen Fühlern und Greifarmen. Kopepoden krallen sich an Marlinen fest, krabbeln an ihnen entlang und graben sich in ihre Haut ein. Ihr Spitzname sagt alles: Meeresläuse. Marline springen also vermutlich vor allem in die Luft, um diese Störenfriede abzuschütteln. Sie sind wie Läuse, Flöhe oder Zecken beim Menschen. Sie sind wie Trittbrettfahrer. Teilweise saugen sie tatsächlich Blut oder Flüssigkeiten von ihrem Wirt ab. Durch die Sprünge könnten die Marline also diese Parasiten loswerden wollen. Was auch immer der Grund sein mag, eines ist sicher. Für Angler sind diese fliegenden Kämpfer die ultimative Herausforderung. Manchmal springen sie endlos lang vor einem her. Das kann über Kilometer hinweg so gehen. Januar 2007 im Fischermekka Cabo San Lucas, Mexiko. Der Abenteuerangler Jonathan Schwarz will einen gewaltigen Marlin fangen. Der Haken an der Sache? Er sitzt dabei in einem Kajak. Mich trennen nur zwei dünne Plastikschichten von dem Monsterfisch. Jonathan wird von einem kleinen Boot auf die offene See gezogen. Die Besatzung kennt er sehr gut, aber nun ist er auf sich allein gestellt. Kajakfischen ist extrem gefährlich. Auch wenn man noch so erfahren ist, kann man dabei sein Boot oder sogar sein Leben verlieren. Beim Kajakfischen kann einiges schiefgehen. Der Fisch kann einen zum Kentern bringen. Außerdem kann man selbst oder das Kajak durch das Schwert aufgespießt werden. Jonathan hat Gerüchte gehört, dass ein riesiger Schwarm Marline auf Beutejagd ist. Doch bis jetzt hatte er kein Glück. Ich paddelte den ganzen Tag über, mehrere Kilometer, und war total erschöpft. Dann entschieden wir uns, einen allerletzten Versuch zu unternehmen. Plötzlich sieht er Vögel im Sturzflug. Ein sicheres Zeichen für einen Makrelenschwarm. Und Marline sind sicher auch nicht weit. Jonathan paddelt wie ein Wilder. Er wirft eine Schnur mit einem Köder aus. Das gleichzeitige Suchen, Paddeln und Angeln machen es ihm jedoch nicht leicht.
Ich versuchte also zum Marlin aufzuschließen. Dort angekommen war aber mein Köder weit hinter mir und die Jungs schrien, sie sind da drüben. Während Jonathan zu kämpfen hat, jagen die Marline den Makrelen nach. Der Sportangler befürchtet, dass er es nicht schaffen wird. Ich war chancenlos. Jedes Mal, wenn ich meinen Köder einholte, hatten die Fische schon wieder 100 Meter Vorsprung. Jonathans einzige Hoffnung ist, einen langsamen Marlin zu finden. Einen Nachzügler, der sich seinen Köder schnappt. Okay, John, da ist er! Das ist seine Chance. Plötzlich war da dieser Fisch. Er drehte mein Kajak sofort um 180 Grad. Jonathan hat ein Monster am Haken. Als sich das Kajak im Wasser dreht, schießt der Fisch los wie ein Torpedo. Das Kajak steht kurz vor dem Kentern. Der Fisch könnte Jonathan mit ins Wasser ziehen. Plötzlich taucht der Marlin auf und versucht, den Haken loszuwerden. Als er aus dem Wasser emporschnellt, sieht Jonathan das Prachtexemplar zum ersten Mal. Von so einem Fisch träumt jeder Angler. Als er aus dem Wasser sprang und die Gischt in der Sonne glänzte, wusste ich, dass dies der Kampf meines Lebens war. Nach 45 Minuten erbittertem Kampf wird der Marlin schließlich langsamer. Jonathan mobilisiert all seine Kräfte und zieht so fest er kann. Mit einem letzten Ruck hieft er den Riesenfisch schließlich in sein Boot. Bravo, Marlin! Er ist genauso groß wie er und wiegt mehr als 45 Kilo. Die Schlacht ist aber noch nicht gewonnen. Der Sportfischer will den Marlin freilassen. Dazu muss er den Haken mit seinen bloßen Händen aus seinem dornigen Maul lösen. Ein riskantes Unterfangen. Jonathan geht schnell und vorsichtig vor. Ich hole jetzt den Haken aus seinem Maul. Mit einer Hand hält er das Schwert fest und mit der anderen löst er den Haken. Geschafft. Okay. Juhu! Jonathan drückt den Marlin sanft unter Wasser. Der Haken ist draußen. Bis später, Kumpel. Der Kampf zwischen Mensch und Fisch ist vorbei. Nachdem ich den Haken gelöst hatte, den Marlin gesund wegschwimmen sah und ich selber noch alle 10 Finger hatte, war ich heilfroh. Es war ein tolles Erlebnis. Heutzutage droht den Marlinen eine weitere tödliche Gefahr. Er wird zum Beifang. Der kommerzielle Fischhandel fängt mit kilometerlangen Angelleinen wertvolle Fische wie Thunfische oder Schwertfische. Diese Praxis nennt man Langleinenfischerei. Dieser Fangmethode fallen immer wieder auch Marline zum Opfer. Lange Leinen sind für Marline problematisch, da sie stets schwimmen müssen, um zu atmen. Sie können nur schwer befreit werden, sodass viele von ihnen sterben. Es wird fieberhaft nach Lösungen gesucht, den Beifang zu vermeiden. Langleinenfischerei ist eine verbreitete Praxis. Auf diese Weise wird der Großteil aller Fische und Meeresfrüchte gefangen. In vielen Ländern ist der Verkauf von Marlinen nicht erlaubt. Das ist eine Möglichkeit, diese Art zu schützen. So groß wie eine Badewanne mit einem Panzer aus Schuppen. In der Welt der Riesenfische ist er der T-Rex der Goldfischfamilie, der siamesische Riesenkarpfen. Der siamesische Riesenkarpfen ist wie ein Goldfisch auf Steroiden. Er ist einfach gigantisch. Der größte Karpfen des Planeten kann enorme Ausmaße erreichen. Er wird mitunter bis zu 1,5 Meter lang bei einem Gewicht von mehr als 90 Kilo. Eine eindrucksvolle Größe für einen quasi Vegetarier. Es ist faszinierend, dass sie so groß werden. Sie ernähren sich fast nur von Pflanzen und sind somit die Kühe der Fischwelt. Ein Grund für ihr Gewicht ist ihr grenzenloser Appetit. Süßwasserkarpfen sind richtige Fressmaschinen. Da sie am liebsten Algen verschlingen, werden sie in der Fischerei gern bei Überwucherung eingesetzt. Hungrige Karpfen können ganze Fischteiche säubern.
In ihrer Heimat Asien sind sie Superstars und werden als Delikatesse sowie als Sporttrophäe hoch geschätzt. Für einen Angler kann ein Riesenkarpfen den Fang seines Lebens bedeuten. Dieser Fisch ist schwer zu finden. Für einen Angler ist er das Größte. Etwas Besseres kann man nicht fangen. Juli 2007. Der Bangsam Lan See, 40 Minuten vom Zentrum Bangkoks entfernt, ist ein Mekka für Fischer. Mit Welsen, Schlangenkopffischen und Riesenkarpfen. Kik Pan Prapat, einheimischer Angler und professioneller Fischtourführer, steht auf einem Holzdeck in der Nähe seines Hauses, einem idealen Ort zum Angeln. Kik will eine Angelroute ausprobieren, die er selbst entworfen und gefertigt hat. Kiks hochwertige Angelausrüstung wird in ganz Thailand geschätzt. Heute weiht er die neue Angelschnur ein. Kik wirft seine Schnur aus und hofft, ein paar Welse zu fangen. Er legt die Angelrute auf dem Deck ab. Plötzlich fängt seine Schnur zu surren an, spult rasend schnell einige Meter Schnur ab. Nach ein paar Drehungen zog er heftig an der Leine und dann schwamm er schnell weg. Was auch immer Kik am Haken hat, es ist ein gewaltiger Brocken. Er war sehr stark und schwer, ein wirklich wilder Fisch. Kik versucht verzweifelt, den Fisch näher heranzuziehen. Doch das Ungetüm lässt nicht nach. Ich zog den Fisch näher heran und hoffte, dass die Rute nicht brechen würde. Er kämpfte unheimlich lange. Kik zieht wie ein Wilder und bekommt kurz ein dunkles, schuppiges Wesen zu Gesicht. Es ist gigantisch. Das Monster schwimmt weiter. Dieses Mal jedoch unter das Deck. Wenn die Nylonschnur zu lange am Holz reibt, wird sie reißen. Kik ruft seinen Anglerfreund Tsom Piet zur Hilfe. Die Männer versuchen, das Monster in Tsom Piets Netz zu treiben. Vergebens. Der Fisch ist so groß und schwer, dass er das Netz in Fetzen zerreißt. Da die verwickelte Schnur den tobenden Fisch nun unter dem Deck gefangen hält, muss Kik handeln. Er gibt Tsom Piet die Angelrute und taucht nach unten. Er kommt dem wütenden Fisch gefährlich nahe. Schon ein Hieb mit dem Schwanz könnte Kik K.O. schlagen. Schnell löst der Angler die verhedderte Schnur. Als der Fisch herausschwimmt, versucht Tsom Piet, ihm mit einem Netz den Weg abzuschneiden. Kik bekommt fast keine Luft mehr. Im Wasser ringt er mit dem Biest. Schließlich ist der Kampf vorbei. Kik hat einen Karpfen gefangen, der größer ist als er selbst. Er zwang uns in die Knie. Wir haben versucht, ihn zu tragen, aber es ging nicht. Im Vergleich zu dem Fisch wirken die Männer wie Zwerge. Er ist circa 2 Meter lang und 120 Kilo schwer. Einer der größten siamesischen Riesenkarpfen, die je mit Angel und Schnur gefangen wurden. Kik und Tsom Piet schenken ihm die Freiheit, damit er noch größer werden kann. Ich angle nun seit 23 Jahren und das ist der größte Fisch, den ich je gefangen habe. Ich bin sehr stolz und glücklich. Karpfenarten gibt es auf der ganzen Welt. Mal sind sie gefährlich, mal gefährdet. Einige Arten sind eine tödliche Plage. Sie werden teilweise von Schmugglern oder kommerziellen Fischfarmen eingeführt.
Diese Karpfen pflanzen sich sehr schnell fort und zerstören ganze Ökosysteme. In ihrer Heimat sind einige Karpfenarten jedoch überfischt und auf eine sehr geringe Zahl gesunken. Beide Probleme gehen auf den Appetit des Menschen zurück. Würden wir unseren Speiseplan ändern, könnten wir einige große Fische retten. Eine Lösung wäre also, nur die Arten zu essen, die es im Übermaß vor der eigenen Haustür gibt. 80% der essbaren Meerestiere in den USA werden von anderswo importiert. Das heißt, dass nur 20% vor Ort gefischt werden. Die Entscheidung liegt letztendlich beim Konsumenten. Er kauft im Supermarkt ein und wählt im Restaurant, was er isst. Unter den prähistorischen Monsterfischen hat er am längsten überlebt. Dieses lebende Fossil ist größer als ein Surfbrett und existiert seit Jahrhunderten. Der weiße Stör. Diese Tiere können gewaltige Ausmaße annehmen. Die Angler, die sie fangen wollen, sitzen oft in Booten, die kleiner sind als die Fische. Das ist der größte Süßwasserfisch Nordamerikas. Prachtexemplare der weißen Störe werden bis zu 6 Meter lang und wiegen beinahe 1 Tonne. Sie haben große Ähnlichkeit mit einem anderen Alpha-Raubtier, dem Hai. Sie sehen aus wie ein Hai. Ihr Schwanz ist wie der eines Hais und das prähistorische Aussehen haben beide Arten ebenso gemeinsam. Die Ähnlichkeit kommt nicht von ungefähr. Störe gehören zur Familie der Knochenfische. Doch lassen Sie sich von dem Namen nicht täuschen. Ebenso wie Haie haben Störe eine Geheimwaffe. Knorpel. Dieses zähe Material bietet viele Vorteile, die Arten mit Knochen nicht haben. Ein Knorpelskelett ist im Prinzip ein simples Merkmal. Haie haben es und die ebenfalls sehr alten Rochen auch. Es sorgt für größere Flexibilität, wenn die Tiere jung sind. Je älter sie werden, desto mehr verkalken die Knorpel. Dies bietet Schutz. In den letzten 70 Millionen Jahren hat sich die Anatomie der Störe kaum geändert. Dies spricht für die Überlebensfähigkeit dieser Raubfische. Für Angler sind sie sehr schwer zu fangen. Sie können ein Boot ewig lang hinter sich herziehen. Weil sie unglaublich stark sind und nicht gleich aufgeben, sind sie bei Anglern so beliebt. August 2006 am Fraser River in British Columbia, Kanada. Eine kleine Fischexpedition wagt sich tief in das Reich der Störe vor. Auf einem der Boote ist der Sportfischer Tim Swain, auch Störinator genannt. Er hat die Kraft und den Willen, diese Giganten zu bezwingen. Man muss wissen, wann man den Fisch ziehen lassen muss. Außerdem sind ein breites Kreuz und starke Arme nützlich. Tim hat bereits ein paar mittelgroße Fische gefangen, aber ein Monsterfisch fehlt ihm noch. Plötzlich erhalten Tim und sein Begleiter CJ einen dringenden Funkspruch. Hey CJ, hast du den Fisch gesehen? Ein anderes Boot der Expedition braucht ihre Hilfe. Sie fragen nach Tim und seiner Muskelkraft. Wir könnten ein paar starke Arme gebrauchen. Tim ist genau der richtige Mann dafür. Ich glaube, er hat gesagt... Schick mal den großen Kerl rüber. Ich glaube, wir brauchen den großen Kerl. Tim und CJ fahren sofort los. Sie wissen nicht, was sie erwartet. Doch dann sehen sie, wie plötzlich ein riesiger Stör aus dem Wasser schießt. Ich konnte nicht glauben, wie groß er war. Dieses Bild werde ich nie vergessen. Auf dem anderen Boot ist Cyril Paquin fest entschlossen, den Kampf seines Lebens zu gewinnen. Ja. Mein Bruder hatte vor mir bereits einen 55 Pfund schweren Stör gefangen. Als kleiner Bruder wollte ich das natürlich überbieten. Cyril und sein Führer Mark Lanes liegen bereits seit einer halben Stunde im Clinch. Er ist zu zäh.
Der Fisch zerrt schnell und heftig. Der Angler muss teilweise bis zu 100 Meter Schnur geben. Der Fisch beansprucht die Verteuerung des Boots bis aufs Äußerste. So einen Fisch hatte ich noch nie am Haken. Mark ist bewusst, dass die Schnur bald reißen wird. Es gibt nur eine Lösung. Er muss den Anker einholen. Als er kurz an der Oberfläche auftauchte, wussten wir, dass er 3 Meter lang sein musste. Wir mussten dem Fisch einfach folgen. Also ging ich nach vorne und holte den Anker ein. Der Kampf dauert an. Mittlerweile kann Cyril seinen Oberkörper kaum mehr spüren. Meine Hände waren schweißnass und meine Unterarme taub. Jedes Mal, wenn der Fisch wie verrückt zog, hatte ich Angst, dass er mir die Angel entreißen würde. Hilfe kommt gerade noch rechtzeitig. Tim Swain springt an Bord. Als er die Angelrute von Cyril übernimmt, kann er es kaum glauben. Sogar ein Hühner wie er muss sich ordentlich ins Zeug legen. So etwas habe ich noch nie erlebt. Die Schnur war ständig unter Spannung. Man konnte nichts anderes tun, als die Angel festhalten. Die Fischer wechseln sich gegenseitig ab. Bereit? Ich konnte mich kurz ausruhen. Danach hielten wir den Burschen abwechselnd in Schach. Es war unglaublich. Er zog wie verrückt. Es war, als ob man versuchen würde, ein Pferd mit einer Angelschnur an dessen Schwanz im Zaum zu halten. Nach 90 Minuten ist das Durchhaltevermögen der Männer am Ende. Ohne Vorwarnung taucht der Stör auf und schwimmt am Bootsheck entlang. Er ist gewaltig. Oh, der ist groß. Wie können wir den nur an Land ziehen? Der Stör ist zu groß, um ihn an Bord zu holen. Die Männer müssen ihn im wahrsten Sinne des Wortes landen. Der Plan ist, den Riesenfisch in seichtes Gewässer zu bekommen und ihn dort mit bloßen Händen zu bändigen. Dazu müssen sie den Fisch an der Oberfläche halten, damit er sich nicht unter Wasser verstecken kann. Wir hielten ihn an der Oberfläche. Er befand sich ungefähr 6 Meter von unserem Heck entfernt. Wir fuhren flussabwärts und suchten nach einer geeigneten Stelle, um ihn zu landen. Endlich erreicht das Boot eine Sandbank. Die Fischer haben keine Zeit zu verlieren. Sie springen ins Wasser und nähern sich dem Riesen. Er ist länger als ein Surfbrett. 4 Männer sind nötig, um das unhandliche Biest zu packen. Schließlich haben sie ihn. Gemeinsam drehen sie den Fisch um. Der ist auf jeden Fall mehr als 3 Meter lang. Er ist riesig. Es ist vollbracht. Als sie ihren Fang endlich von Nahem betrachten können, sind die Angler erstaunt. Der Fisch misst fast 3,5 Meter und hat einen Umfang von 1,5 Metern. Sein Gewicht beträgt ca. 380 Kilo. Er gilt als einer der größten Süßwasserfische, die je mit Angel und Schnur gefangen wurden. Die Chance, einen solchen Fisch an den Haken zu bekommen, liegt bei 1 Million zu 1. Ihn dann auch noch zu fangen, ist noch unwahrscheinlicher. Wir haben das Unmögliche geschafft. Aber noch ist es nicht vorbei. Die Expeditionsführer Mark und CJ sind eingefleischte Umweltschützer. Sie versehen Fische mit Mikrochips, dank derer Biologen die Störpopulationen beobachten können. 6 Echo 4 7. Das Team bringt schnell den Chip an, entlässt den Stör wieder in die Freiheit. Er soll weiter wachsen können und womöglich fast jede andere Spezies der Erde überleben. Der phänomenale Fang macht Schlagzeilen. Und der Stör schwimmt nun wieder gesund und munter in den Tiefen des Wassers. Solch einen Fisch zu fangen, ist der Traum jedes Anglers. Beim Sportfischen ist es entscheidend, den Fisch wieder freizulassen.
Im Hinblick auf Größenbeschränkungen besagt die konventionelle Denkweise, es sei besser, große zu behalten und kleine wieder zurückzuwerfen. Interessante Daten zeigen jedoch, dass es besser sein könnte, kleine zu behalten und die voll ausgewachsenen wieder freizulassen, besonders wenn es sich um Weibchen handelt. Die meisten Fischer und Biologen sind sich einig, dass die großen Weibchen die Population am Leben erhalten. Es gibt sie bereits sehr lange, was für die Qualität ihrer Gene spricht. Diese geben sie an den Nachwuchs weiter, der sich dann wieder ebenso gut entwickeln wird. Ironischerweise bedeutet es etwas Gutes für einen Fisch, gefangen zu werden. Denn dies ist ein Zeichen seines Potenzials. Einige Biologen sind der Meinung, dass die Fische, die anbeißen, am aggressivsten um Nahrung kämpfen. Wissenschaftler bezeichnen dies als Grad an Kühnheit. Grad an Kühnheit bedeutet in diesem Zusammenhang Verschiedenes. Es sagt aus, wie aggressiv und gefräßig Riesenfische sind oder dass sie einfach tun können, was sie wollen. Angler und Wissenschaftler erlangen stets neue Erkenntnisse darüber, wie sie mit Riesenfischen umzugehen haben, damit diese auch noch die nächsten Jahrtausende überleben. Gigantische Biester von atemberaubendem Ausmaß. Faszinierende Geschöpfe, die in der Tiefe herrschen. Egal, ob wir ihnen in der Wissenschaft, beim Sport oder in der Wirtschaft begegnen, diese Alpha-Raubtiere lassen sich nicht so leicht unterkriegen. Der Mensch muss versuchen, im Einklang mit diesen Monsterfischen zu leben und sie zu schützen.